Herzlich willkommen zu Alte Schule Daily und heute natürlich wieder mit meinem Lieblingskollegen Rainer Braun. Moin Rainer. Ja, guten Morgen lieber Carsten. Ich sehe, du hast wieder eine neue Location gewählt. Diesmal heller Hintergrund, dunkler Pullover. Ja, eine neue Location und die hat's in sich. Und zwar sitze ich in meinem alten Kinderzimmer, was jetzt das Büro von meinem Vater ist. Das sieht man daran, dass er das alte Schule Marzipan, dass hier nur leere Packungen rumliegen davon. Viel sonstige Schokolade. Ich weiß gar nicht, was der hier oben alles macht. Und zwar wird die Kita bestreikt. Und ich musste irgendwie meine Tochter unterbringen. Und jetzt spielen meine Eltern mit der Pferd. Und Mensch, ärgere dich nicht im Wechsel. Und ich nehme dich hier heute auf. Das ist der Nachteil bei dir. Du hast noch eine Tochter, die in die Kita muss. Ich habe eine, die muss nicht mehr in die Kita. Gell? Die hat ein Kind, das in die Kita muss. Nee, auch nicht. Das ist schon älter. Ne? Ihr seid schon durch damit. Wir sind durch, ja. Da muss schon das Enkelkind, das hat aber die Kita auch bald, das hat auch schon hinter sich, ja. Hat es auch schon hinter sich, na gut. So, also ja, soll ich mich davon abhalten, Internet gibt es hier und ich bin ganz froh und heute reden wir über ein ganz fröhliches Thema. Ganz fröhlich, es wird dem einen oder anderen sehr, sehr wehtun zu hören, dass es das in dieser Form nicht mehr gibt und nie mehr geben wird. So ist eben der Wandel der Dinge und der Wandel der Zeit, aber ich habe das Glück gehabt mit vielen anderen Kollegen meines Jahrgangs und meines Alters, das zu erleben, was es eben heute nicht mehr zu erleben gibt und was auch fehlt, wie ich meine. Hm. Diese ganze Feierkultur im Motorsport ist leider einer stramm organisierten, wenn überhaupt gefeiert wird, Festivität gewichen. Da werden dann Meister geehrt und da hast du dich anständig anzuziehen und da darfst du auch nicht unangenehm auffallen und auch nicht halb betrunken unter dem Tisch liegen, sondern das ist etwas, was da einfach in engen Grenzen gesteckt über die Bühne geht und dann ist gut. Mhm. Die Feste an sich sind ohnehin immer weniger geworden, aber die Feste, die früher gefeiert wurden, die hatten eigentlich mit Meisterehrung gar nichts zu tun. Da wurden richtige Feste gefeiert, einfach nur Get-Together, gute Freunde des Hauses, ob das Ford war, BMW oder Dunlop oder was auch immer. Da hat man Spaß gemacht, hat auch ein Spaßprogramm gehabt. Und hat dann auch für das Spaßprogramm eine Siegerehrung gehabt. Und es wurden Konkurrenten eingeladen, ne, die alle zusammen gefeiert haben. Alle. Da wurden auch Konkurrenten eingeladen, auch von Mitbewerbern, die führenden Persönlichkeiten oder auch die Markenbotschafter. Damals hat man diesen Begriff ja noch nicht gekannt. Mhm. Aber nur um ein Beispiel zu nennen, wenn Ford ein Fest gefeiert hat in Berlin oder sonst wo, dann wurde auch mal der Hans Herrmann eingeladen, der damals Porsche-Mann war. Mhm. Nur als Beispiel. Mhm. Da wurde alles eingeladen, was irgendwo ein Garant dafür war, dass dieses Fest gelingt und Spaß vermittelt. Und das hat immer funktioniert. Ja. Und wir denken alle sehr, sehr gerne daran zurück. Und ich habe da mal ein paar Bilder zusammengesucht aus meinem Archiv und bin froh, dass ich da noch ein bisschen was zusammengekriegt habe, um Ihnen mal allen einen Eindruck zu vermitteln, wie das wirklich gewesen ist. Mhm. Ich denke, wir fangen einfach mal an im Jahr 1967. Das alleine ist schon eine irre Geschichte. In Pforzheim gab es oder gibt es noch, ich weiß es nicht, ob es das überhaupt noch gibt, den Uhrenarmbandhersteller Fixoflex. Das war in den 60er, 70er Jahren die große Erfindung. Das waren also Armbänder, die relativ flexibel waren für die Uhren, wo sie dran geheftet worden sind oder dran montiert worden sind. Und dieser Firmenbesitzer hieß Alfred Katz und der fuhr Autorennen. Ich muss sagen, allerdings mehr schlecht als recht, der flog ständig raus. Der lag fast bei jedem Rennen irgendwo im Graben, hatte die tollsten Autos, aber erreichte nur selten ein Ziel. Aber hatte natürlich einen Riesenspaß am Motorsport und hat unter seiner Bewerberlizenz auch sehr prominente Rennfahrer am Berg und auf der Rundstrecke starten lassen. Dazu gehörte der Gerhard Mitter, der Toni Fischhaber, der Siegfried Spieß und ein halbes Dutzend und mehr. Und einmal im Jahr hat der Herr Katz zur sogenannten Saisonabschlussfeier gerufen, weil er aber nun A, nicht weit fahren wollte und B, auch irgendwo ein sparsamer Mensch war, hat er die Autobahnraststätte Pforzheim ausgesucht an der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe, weil er dann auch die kürzeste Anreise hatte und nicht noch Ausfahrt weiterfahren musste, wieder zurück. Das musste zwar hinterher, aber nicht am Anfang. Dann hat man einen Seitentrakt eingerichtet, der dann ziemlich höhlenmäßig aussah, wie man hier auf diesem Bild erkennen kann, mit einem langen Tisch. Im Hintergrund, das ist nur noch schwer zu erkennen, ist ein weiterer Tisch quergestellt. Auf diesem Tisch hat der Firmeninhaber Katz die Geschenke aufgebaut für
die Eingeladenen. Also jeder hat ein Fixo-Flex-Armband bekommen. Eine Sekretärin hat das da hinten überwacht und auch abgehakt auf einer langen Liste. Die wurden einzeln aufgerufen und durften vortreten dann. Dazu gehörte der Gerhard Mitter, hier vorne im Bild, der zweite von links, der Toni Fischhaber gleich daneben und auch der Sigi Spies war mit dabei. Und auf der rechten Seite schläft der Vorderste, den kenne ich überhaupt nicht, und der Braun guckt sehr interessiert über den Tisch hinweg zum Kollegen Fischhaber. Dieser wiederum guckt auf die Rede vom Herrn Katz, der vorne vor dem Tisch steht und hier auf dem Bild nicht zu sehen ist. Aber einer schläft während der Rede, zumindest der rechte vorne. Wer immer das ist. Aber es sind alle brav angetreten, ne? Ja, es sind alle angetreten. Das ist also diese ganze Corona, die da irgendwo für den Herrn Katz und der Bewerbung Fixoflex Sportsteam oder wie das hieß, oder Racing Team, da angetreten sind. Die haben also alle ein Armband bekommen, aber ohne Uhr. Schön. Ja, die mussten dann sehen, wie sie das an ihre Uhren dran gebracht haben. Irgendwie, jetzt hieß ja auch Fixoflex, war also flexibel. Musste irgendwie gehen. Also diese Feier, die bestand aus einem Mittagessen, aus einem Dessert und einem Smalltalk und dann sind wir wieder alle nach Hause gefahren. Es war sehr kompakt, aber auch irgendwie hat das zum Bild damals gehört. Also Fixoflex Feier an der Autobahn, das war ein festes Programm. Das hat es über mehrere Jahre gegeben. Sehr gut, ja. Ja. Es war also mal der Ausflug in die 60er Jahre. Wir haben aber dann auch schon gleich, springen wir mal in 1970, da haben wir ein Ford-Fest in Essen. Und zwar am Rande der Motorshow hat Ford immer gern zu einer Party gerufen, ohne Programm, mit viel Spaß, gutem Essen, Musik und dergleichen mehr. Das war im Saalbau in Essen, wenn ich mich richtig erinnere. Und es sieht fröhlicher aus. Wir haben hier einen Tisch, da sitzen zum Beispiel der Kollege Adolf Hüngsberg, stellvertretender Chefredakteur der Autozeitung. Es sitzt da der Franz Fädler, auch ein Journalist der Autozeitung. Es sitzt da hinten der Chefredakteur Hans-Wilhelm Gäber, der war damals schon bei Ford, glaube ich. Wie auch immer, es sitzt des Weiteren da der hier vortragende Herr Braun, der sich sehr interessiert nach links orientiert. Man sieht, hier geht es noch einigermaßen gesittet zu. Da sitzen die alle auf ihren Stühlen, wie sich das gehört. Es wird gegessen und was getrunken. Und dann aber, nachdem es beim Galadiner noch ordentlich zugegangen ist, geordnet und mit Manieren, gucken wir uns mal das nächste Bild an. Das entstand dann weit nach Mitternacht. Da liegen die Herrschaften schon alle am Boden. Es ist ja auch komplett abgefüllt. Es ist so, dass unter anderem der Ford-Sportchef Mike Granefuß in einen Schlaf am Boden verfallen ist und von seiner Frau Immi gestützt wird, damit er nicht ganz umfällt. Außerdem sitzen auf der Treppe der Auslandspressechef von Ford, Alexander Demuth, ich neben ihm. Im Hintergrund, ja, da wird es dann eng mit den Leuten, aber ich sehe außerdem noch die Nina Rindt, die hier als Ehrengast geladen war, die etwas pikiert sich umguckt und sich das ganze Treiben da anguckt. Es war eine ganz fröhliche Gesellschaft, die schon vorher ein Eklat produziert hatte, weil der Roberto Blanco trat da auf und hat da seine Schlager zum Besten gegeben. Und die Damen wollten unbedingt Amarillo hören und haben nun ständig gebrüllt, Amarillo, Amarillo, ohne Ende. Es wurde immer lauter und der Roberto wurde immer unfröhlicher. Und irgendwann hat er gesagt, dass er das grundsätzlich nicht sich aufdiktieren lässt und jetzt Feierabend macht und Schlüssel aus. Das war also so ein kleiner Eklat noch des vortragenden Schlagerbarden. Und ansonsten haben wir diesen Abend sehr, sehr genossen. Er war äußerst fröhlich. Und ich glaube, einer der Damen, die da irgendwo versammelt sind, ist auch beim Tanzen die Perücke vom Kopf geflogen. Es war richtig gut. Man hat ja damals auch noch so Haare sich aufgesetzt dann irgendwie. Das war so die Zeit, wo man Langhaar gemacht hat, obwohl man Kurzhaar hatte und alles Mögliche. Also irgendeiner der Damen, ich weiß nicht mehr, wer es war, ist also unter dem großen Gejohle. Das Rest ist die Perücke vom Kopf. Nicht zu vergleichen mit dem Sportstudio damals mit der Frau von Johnny Weissmüller, gell? Ich hab das Gefühl, dass ich diesen Trend mit den künstlichen Haaren demnächst fortsetzen muss. Also es war wirklich Frohsinn hoch 10 und das ist eine Veranstaltung, die uns lange, wirklich lange, nicht nur beschäftigt hat, sondern auch in Erinnerung geblieben ist. Da hatten wir auch einen schweren Kater hinterher über mehrere Tage. Sie mussten alle abtransportiert werden noch in der Nacht. Da konnte keiner mehr in irgendeiner Form irgendwas Gescheites machen, schweige denn ein Auto bewegen.
Ja, und mit der Fröhlichkeit ging es dann auch gleich weiter. Es gab dann auf der Godesburg in Bonn, Bad Godesberg, eine Ford Fiesta Mexicana. Wir haben das, glaube ich, schon mal in einem anderen Beitrag kurz gesehen und angesprochen. Ja. Da gab es auch einen Grund für dieses Fest. Das war ja etwas, was Ford ausgezeichnet hat. Es konnte eigentlich nur Ford in dieser Zeit auch auf Ereignisse reagieren im Sport. Wenn sie irgendeine große Geschichte gewonnen hatten, dann haben sie sofort ein Fest dazu gemacht mit dem entsprechenden Motto. Und der Vorläufer war nämlich, es gab ja 1970 die Fußball-WM in Mexiko. Mhm. Und anlässlich dieser Fußball-WM wurde eine WM-Cup-Rallye ausgetragen, London-Mexiko. Oh, okay. Und die hat Ford mit dem gerade neu installierten Ford Escort RS gewonnen. Und zwar mit dem Hannu Mikkola und dem Gunnar Palm, glaube ich. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war so. Hannu Mikkola und Gunnar Palm dürften diese WM-Rallye gewonnen haben und Ford war so begeistert von dieser Geschichte, dass das nun geklappt hat und diese Schlagzeilen weltweit, hören wir mal gleich ein Fest. Erster Mexikaner. Mit Concho und mit, jetzt weiß ich, wie das Kittelchen heißt, ne? Ja, Concho, genau. Und auch mit Sombrero. Ja? Sombrero, ja. Haben sie alle da gesessen. Der eine hat es am Kopf gehabt, der andere auf dem Rücken. Der Jackie Stewart war natürlich der Ehrengast. Ja. Und daneben sitzt der Jackie Stewart, war damals schon mindestens einmal Weltmeister. Ja, 1968 oder 69 hatte er seine erste Weltmeisterschaft gehabt. Mhm. War es 68 oder 69? Du, da bist du das wandelnde Gedächtnis. Das egal, gut. Auf jeden Fall, der war Ford-Repräsentant damals auch und war natürlich zugegen. Neben ihm ist der damalige Pressechef Alfred Nöll, Ford-Pressechef. Der war ja lange bei der ARD und ist dann von der ARD zu Ford als Pressechef gegangen und hat dort mehrere Jahre die ganzen Veranstaltungen auch mit erfunden, betreut. Das sollte man schon mal sagen. Überhaupt gab es bei Ford ja vier Leute in dieser Zeit, die diese ganzen Festivitäten organisiert haben, vorbereitet haben, eingeladen haben. Das war der Klaus-Dieter Banzhaf, ein großer Feiermann vor dem Herrn, das aber auch ein irrsinniger PR-Experte. Also der konnte nicht nur feiern, der hat auch richtig gute PR-Aktionen gehabt und auch gute Verkaufserfolge mit den Autos. Das war der Rainer Nistel, der damals Pressechef war und später PR-Chef wurde, also Nachfolger von Herrn Banzhaf. Das war der Alexander Demuth, der Auslandspressechef war und heute in Frankfurt eine große Agentur betreibt. Ich weiß gar nicht, ob er sie noch betreibt oder ob er sie verkauft hat, ob er schon im Ruhestand ist. Ja, und eben der Alfred Nöll. Und der Organisator dieser Feste war ein Herr Gründemann, der sich nur von morgens bis abends bei Ford um Feste gekümmert hat. Das ist ja top. Es gab eine, ich habe einen Frosch im Hals und werde ihn nicht los, aber irgendwann ist er wieder weg. Ich muss mal die alte Schule-Tasse nehmen und mal Prost sagen. Ich auch, aber hier natürlich die Tasse bei meinen Eltern gibt es sowas nicht. Ne? Es gab bei Ford in den 70ern eine Planstelle Feste. Das ist gut. Und der Herr Gründemann hat diese Planstelle besetzt. Der hat aber nicht nur die Feste organisiert, er hat auch die ganzen Pressevorstellungen der Neuwagen, die Präsentationen, das alles, was mit Veranstaltungen zu tun hatte, war Gründemann. Das war der Veranstaltungsdirektor. Mhm. Das war der offizielle Titel. Das gibt es ja heute auch nochmal, glaube ich. Ja, ja, und wir sehen also auf diesem Bild auch noch eine etwas missgelaunte Frau Braun und einen ebenso etwas ernst reinblickenden dazugehörigen Ehemann. Ich denke mal, dass es da gerade zu einer kurzzeitigen Verstimmung gekommen war, warum auch immer. War ihr das etwas irgendwas nicht gepasst. Ja. Jedenfalls gucken wir da beide nicht sehr glücklich. Aber ansonsten war das Fest eine sehr fröhliche Angelegenheit und wir haben viel, viel lachen müssen und hatten einen Riesenspaß. Es wurde heftigst getanzt. Erich Zarkowski war zum Beispiel da, die ganze ARD-Mannschaft aus Köln, also der WDR war da. Alles, was eben so dazugehört. Ne? Ja. Das hier ist auch etwas ganz Spezielles. Das ist nämlich das 71er Fest von Ford in Köln. Wiederum mit Alex Demuth rechts halb an der Wand hängend mit Fliege. Das ist der Auslandspressechef, wie schon gesagt. Dann des Weiteren hänge ich darum, neben dem Jochen Nerpasch und der Heinz Brüller ist dabei. Ah, ja. Ein Denkmal in Sachen Formel-1-Berichterstattung beim ORF und auch natürlich die ganzen Bücher.
die der Heinz geschrieben hat über die Formel 1. Jedes Jahr sein Formel 1-Jahrbuch und. Man sieht hier schon am Tisch und da, was da drauf steht und was im Sektkühler steht, was unsere Beschaffenheit angeht, unser Zustand. Du und den Jochen Nerpasch, den habe ich, glaube ich, auch beim Ford-Fest. Der Jochen Nerpasch war damals noch Ford-Rennleiter und der ist dann im Folgejahr zu BMW gegangen. Der ist nämlich auf dem ersten Foto vom Ford-Fest in Essen, ist der auch zu sehen. Da war ich mir jetzt oben links, da ist er. Der Jochen war Ford-Rennleiter von 1968 bis 1972 Mitte. Genau. Und dann ist er ging er nach München zum Entsetzen der Kölner. Dann wurde Mike Kranefuß Sportchef. Genau. Das war ja damals sein zweiter Mann, ne? Oder seine rechte Hand. Richtig. Und er ist dann aufgerückt. BMW hat er zum Beispiel den sensationellen, den M1 Pro Car Cup. Richtig. Und so weiter und so fort. Der hatte bei BMW dann alle Freiheiten, die er bei Ford wahrscheinlich auch bekommen hätte, wenn er geblieben wäre. Mhm. Der Jochen hat immer alles durchgesetzt, was er an Visionen hatte. Das war sein. War erfolgreich damit, ne? Ja, das ist sein Aushängeschild immer gewesen und er hat immer Erfolg damit. So, jetzt sind wir bei einem Fest von Ford. Wir sind immer noch bei Ford. Ford hat nur Feste gefeiert. Nebenbei haben sie auch Autos verkauft übrigens. Jetzt sind wir bei einem Frühjahrsfest im Kempinski in Berlin. Das war 70 oder 71. Da wurde vor dem Essen erst einmal ein bisschen sich gelockert und an der Schießbude wurden da Blumen und sonstige Scherze geschossen. Frau Braun legt gerade das Gewehr an und zielt. Ich nehme an, sie hat auch getroffen, so ein paar Kleinteile liegen da schon auf der Theke. Ich glaube, ich habe Maiglöckchen geschossen schon, die hängen auch schon bei. Die habe ich mir da oben in das Sakko reingesteckt, in den Smoking. Ja. Franz Fädler im Hintergrund, Jochen Nerpasch staunt ganz links, ist immer noch in Ford-Diensten, also kann es auf jeden Fall nur 70 oder 71 gewesen sein. Ganz rechts, der Herr ist der Freund von Harald Groß und auch der damalige Bodyguard und Beschützer. Dieter Fröhlich, aus Essen genannt Porky. Ja, okay. Der wurde auch mit eingeladen, um hier ein bisschen mitzufeiern. Man hat, wie gesagt, ja immer auch mal Freunde eingeladen von Leuten, die mit Ford eng verbunden waren und hat einfach gesagt, der kommt einfach mit und das ist gut fürs Programm und für den Smalltalk und so weiter und so fort. Also dem darfst du aber nicht in die Hände fallen an der Rennstrecke, wenn du irgendwas angestellt hast, was seinen Schützling betraf, dann hast du ganz schlechte Karten gehabt. Wie ein Sportkommissar in Mainz-Finden sehr wohl zu berichten weiß, ein K.O.-Schlag und der Umschlag am Boden bewusstlos. Ja, dann haben wir hier ein Saisonabschlussfest, das war auch was ganz Berühmtes auf Schloss Gevelinghausen. Oh, okay. Da hat der Freiherr Baron von Wendt eingeladen, seine Freunde, auch die Fahrer, die für ihn gefahren sind, es waren recht viele. Es fuhr für den Karl von Wendt unter anderem der Gerhard Mitter, der Dr. Helmut Marko, der Jochen Nerpasch, der Dieter Basche und Gott und die Welt fuhren für den Karl von Wendt. Das war damals eine feste Einrichtung, sein Rennstall. Er hatte Formel 3, er hatte Formel 2, er hatte die diversen Porsche. In einem seiner Porsche hat sogar mal für ein Fotoshooting der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt drin gesessen. Dieses Bild gibt es bei mir übrigens noch. Ich werde es raussuchen und bei nächster Gelegenheit noch nachreichen. Okay. Ein Porsche 907, glaube ich, war das. Da war die Flügeltür offen und der Bundeskanzler saß drin und hat sich fröhlich fotografiert. Das muss man mal vorstellen. Ja. Sowas bringt ja auch nur der Karl von Wendt fertig. Ne? Ja. Da ging es noch um den Sauerlandring, der natürlich nie gebaut wurde, aber das waren so die Anfänge und da hat man so einen PR-Tag gemacht und da ist der Bundeskanzler Schmidt einfach mal gekommen. Ne? Jetzt setzt er sich rein. Kannst du mal heute den Bundeskanzler einladen zur Eröffnung einer Rennstrecke, der wird dir was erzählen. Ja, also die Bundeskanzlerin macht es vielleicht eher nicht. Gerhard Schröder hätte es wahrscheinlich sogar noch gemacht, wenn sie. Schröder wäre für mich der Letzte gewesen, der es noch gemacht hätte. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja, wir sehen auf diesem Bild unter anderem den Don Wooding in der Mitte. Das ist ein Mann, dessen Name zumindest noch die älteren Jahrgänge gut kennen dürften. Der hat die besten Minis gebaut, die es überhaupt in Deutschland gegeben hat. Okay. Wooding-Minis. Die waren rabenschwarz. Er hat auch eine ganz tolle Techniktruppe gehabt. Ein Wooding-Mini fuhr zum Beispiel der Christian Schmalje aus Hamburg, der heute auf Sylt lebt, wenn er noch lebt. Ich weiß es nicht. Es gibt viele, mit denen ich gar keinen Kontakt mehr habe. Der Wooding-Mini, das war eine echte Hausnummer. Und da sind viele gute Typen mitgefahren. Unter anderem auch Prinz Leopold von Bayern, der fuhr auch ein Wooding-Mini. Okay. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Und viele andere. Und dieses Auto war einfach nicht zu schlagen. Ich kenne einige Alpha-Leute, die in der 1300er Tourenwagenklasse gestartet sind mit dem GTA Junior und die um die deutsche Rundstreckenmeisterschaft gefahren sind. Die haben
Blut und Wasser geschwitzt, wenn der Mini am Start stand. Wir haben nämlich gegen diesen kleinen Kasten ständig verloren. Okay. Und Alpha hat sich gestreckt und gereckt. Alpha Deutschland hat dann noch alle möglichen Renner in den Wettbewerb geworfen, um gegen Finale hin möglichst viele Autos zu haben. Und viele Hasen sind ja, viele Hunde sind des Hasen tot. So lautet das Sprichwort. Dann haben sie zum Schluss, glaube ich, 20 Alpha GT A Junior da stehen gehabt und haben einen einzigen Mini gejagt und haben ihn mit Ach und Krach geschlagen. Und dann gab es auch die deutsche Rundstreckenmeisterschaft in der 1300er-Klasse für Alpha. Wie gesagt, das sind alles tolle Geschichten. Don Wooding hat sie geschrieben, der lebt leider nicht mehr. Und das war ein guter Typ. Und ich durfte einmal ein Auto von ihm fahren und das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Okay. Wooding ist. Was, bitte? Meine Frau sagt im Hintergrund, ich hätte es zerlegt. Also ich habe vielleicht mal was gestreift, ja, aber zerlegt ist ja nur ein Übertrieb. Wie kommst du dazu? Das ist egal. Machen wir weiter. Aber eben als sie so, ich finde es unerhört, dass hier jemand im Türrahmen steht, ja, lauscht und dann auch noch anfängt zu korrigieren. Aber, das ist ja wohl die Höhe. Mit der schlechten Laune hatte sie nichts. Da hat sie nichts zu gesagt, ne? Nee. Ja, vielleicht noch ein ganz eigenes Fotoarchiv. Ja. Ja, da unten sehen wir übrigens die eben erwähnte Frau Gemahlin mit Herrn Basche tanzen. Oh ja. Die sind da auch fröhlich zugange und der Abend endete dann ja im Delirium. Ich sitze da mit einer dicken Zigarre in der Hand neben dem Gerhard Schüler aus Mannheim. Das war auch ein großer Alpha-Artist, der später auch Porsche gefahren ist und Super V und alles mögliche. Sehr erfolgreicher Mann zu seiner Zeit. Wofür Alpha Hähn unter anderem und einer von dem Monomer-Garde. Ja. Das ist einer von dem Monomer-Clique. Okay. Der Gerd und ich, wir waren absolut Knille nach Mitternacht. Und da haben wir da gehängt im Sofa vom Hochheiligen Schloss, vom Baron. Ja, und dann durften wir auch alle in der Nähe irgendwo übernachten und sind dann alle glückselig nach Hause gefahren und hatten wirklich viel, viel Freude. War ein wunderbares Fest. Der Baron ist uns leider verstorben und das ist sehr, sehr schade, waren wir alle sehr traurig. Und ich glaube, er ist über viele Dinge sehr, sehr, sehr traurig und enttäuscht gewesen, dass sein Sauerlandring nicht geklappt hat, dass vieles andere dann nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Und eines schönen Tages haben wir dann die Todesmeldung erhalten. Ja. Tja, gehen wir jetzt mal nach Insel aufs Eis. Oh, das sieht gut aus. Das ist eine ganz heiße Nummer gewesen. Da hat das Haus Dunlop zum Eisfest geladen nach Insel. Das war die Zeit, wo Dunlop auch noch ständig irgendein tolles Fest veranstaltet hat. Weinprobe im Rheingau, sehr zu empfehlen. Vor allem, wenn am nächsten Tag ONS-Meisterehrung ist und der Moderator noch nicht seine Sinne beieinander hat. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Jedenfalls Insel. Der Wettbewerb bestand aus einer Slalomfahrt auf eine Runde gerechnet auf der Eisbahn von Insel mit einem Mercedes 300 SE, wie hier im Bild zu sehen, der gehörte zum Fuhrpark von Hanau, von Dunlop in Hanau. Okay. War ausgerüstet einmal mit Spikes, die waren damals noch zugelassen, die wurden, glaube ich, erst so ab 75 verboten und wir waren hier im Jahr 72. Und dann noch einmal mit sogenannten M&S-Reifen, um natürlich den Unterschied auch zu kennen. Es wurden ja eingeladen, in dem Fall die Journalisten, die sollten natürlich aus der Nummer auch was Gescheites machen. Da wurde sicherlich nur Fetz und Blödsinn gemacht und Wettbewerb, aber am Ende hat Dunlop schon gehofft und erwartet, dass man da auch schöne Geschichte macht und seine Erfahrungen auf Eis mit den Reifen, mit den Spikes und mit den Allwetterreifen dann kundtut. Schwarz auf weiß, gedruckt. Jedenfalls war alles da, was Rang und Namen hatte, von Automotorensport über Autozeitung und Mod und was die, wie die alle hießen. Und die besten Männer aus der jeweiligen Redaktion wurden entsandt, um nun diesen Wettbewerb zu gewinnen, der nicht nur aus diesem Eisfahren bestand, sondern auch noch aus einer Gehrunde mit dem sogenannten Keißlerrad. Das ist ein Messrad, was oft an die Autos gehängt wird in den technischen Redaktionen. Und da musstest du dieses Keißlerrad mit dem sogenannten Anschlussstück, was normalerweise ans Auto drankommt, in die Hand nehmen und per eigener Fußleistung irgendwie nun eine, ich glaube, die Strecke war 100 Meter lang, zu überwinden. Ja, man sieht hier auf dem Bild,
dass ich leicht in Führung bin vor dem späteren Audi-Vorstand Stockmar. Ja, stimmt. In der Mitte und leicht zurückhängend der Autozeitung-Redakteur Gernot Rötig, der auch noch raucht während dieser Prüfung, wie man erkennen kann. Ja, und es wurde dann als Abschluss noch, und das ging aber nicht mehr in die Tageswertung ein, diese Wertungen wurden addiert. Da gab es natürlich auch einen Gesamtsieger. Zunächst aber hieß es mit Erhard Keller, dem zweifachen Olympiasieger über je 500 Meter, ich glaube 68, 72 war das der Fall, ein kleines Eislauftraining. Und es wurde eine kurze Strecke abgesteckt. Man hat sich, wie man hier sieht, an dem Bild zum Start aufgestellt. Erhard Keller und ich sind hier das Pärchen, das jetzt läuft. Aber zum Laufen kam es erst gar nicht. Der Braun ist sofort umgefallen. Wie man unschwer auf dem rechten Bild sieht. Mitleidig beugt sich Herr Keller herunter, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Also das wurde nichts mit mir. Es gab noch drei Versuche, die sahen noch viel schlimmer aus. Das habe ich mir erspart, diese Bilder auch noch hinzulegen. Also ich habe das Gefühl, der Jochen Luck hätte eine bessere Figur gemacht. Vermutlich ja, der hätte es besser gekonnt. Also das war nichts für mich. Aber ein fröhlicher Abend beschloss diese Veranstaltung und es kam zu einer Siegerehrung. Herr Keller im feinen Zwirn, ich übrigens dann auch, überreicht dem Sieger in der Addition Eisfahren und Peißlerradlaufen einen Gutschein über 500 Mark für Dunlop-Reifen. Mann. Ein Dunlop-Scheck steht drauf, für einzulösen für Dunlop-Reifen. Im Hintergrund ist der damalige Dunlop-Pressechef Georg Bohländer zu sehen, der wohlwollend lächelnd die Sache verfolgt, mit einem Ergebnisblatt in der Hand. Das ist unglaublich gewesen. Hast du denn auch danach was Nettes geschrieben über Dunlop? Nein, das hat der Herr Rötig gemacht. Der Herr Rötig war auch von der gleichen Redaktion da, übrigens auch noch der Herr Stockmar. Wir waren mit drei Mann von der Autozeitung da. Und ich war ja der Sportredakteur und Sportchef. Ich konnte ja keine technischen Dinge schreiben. Ich bin ja nur mitgenommen worden, damit ich den Wettbewerb einigermaßen hochhalte. Das ist mir ja auch gelungen, denn ich war ja damals in der Blütezeit meiner Rennfahrerei. Und, verstehe. Ich meine, das war schon keine leichte Geschichte. Ich musste da antreten gegen Typen wie Melin von Automotorensport, ein großer Drifter vor dem Herrn. Ich musste antreten gegen Rapp, Janke, alle möglichen Menschen, die sich da versammelt hatten und für sich in Anspruch nahmen, dass sie die besten Drifter sind, die es je gegeben hat. Der ganze Wettbewerb bestand ja, was das Autofahren anging mit den Eisreifen, nur aus Driften. Und dann haben die ja ständig die Schikanen umgerissen und da gab es natürlich Strafzeiten. Dass man durch die Schikane nicht driften kann, ist ja nun nichts Neues auf dem Eis. Da muss man schon ein bisschen langsamer durchfahren. Aber dafür habe ich die Bögen dann da unten ordentlich genommen, wie sich das gehört, ne? Beim Eisrennen. Sehr wie gut. Auch immer mit diesem schweren Mercedes, das war ja nun auch. Da musst du schon wirklich deine sieben Sinne beieinander haben. Ja, jedenfalls große Freude. Keller dann zufrieden, hat sich auch noch erkundigt, was mir alles wehtut. Ich habe gesagt, im Prinzip alles nach dem Hinfliegen, nach dem Mehrfachen. Aber die blauen Flecken sind dann im Laufe der Woche wieder verschwunden. Okay. Von Inzell gehen wir nach Rottach-Egern an den Tegernsee ins Hotel Bachmeier. Okay. Das muss ich mir vorstellen. Einladung von Ford. Ich habe extra diesen Einladungsbrief nochmal rausgekramt. Der stammt vom 6. November 1974. Der Rainer Nistel hat ihn unterschrieben. Wir waren damals per Du. Deshalb, lieber Rainer, es lohnt sich, diesen Brief wirklich mal zu lesen. Allein diese Einladung, da läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen. Ohne Witz. Ich habe es, ja, Wahnsinn. Tickets liegen bereit. Du musst nur zum Flughafen, du kannst deine Frau mitnehmen. Die Werksfahrer sind sowieso auch da. Stuck, Maas und was weiß ich, wenn nicht noch alle. Nee, der Stuck war da nicht mehr da, der war schon bei BMW, das war schon vorbei mit Stuck. Aber Jochen Maas war da, Dieter Klemser war da, die ganze Ford-Rennabteilung natürlich und noch ein paar andere und viele Journalisten, die ganze Kölner Journalisten-Clique sowieso, von Heinz Hormann angefangen über Jupp Müller und oder was weiß ich, sie waren alle da. Dann sind wir nach München geflogen. Dort standen Mietwagen bereit in München. Herz vermietet Ford und andere gute Autos, war der Slogan. Also wir haben alle einen Ford bekommen, sind nach Rottach-Egern gefahren ins Hotel Bachmeier. Dort selbst hat uns ein wunderbares Programm erwartet. Das bestand einmal aus einem fröhlichen Hüttenabend, zu dem wir gleich noch kommen, aus Eisstockschießen, aus ja, sowieso gut essen und trinken, ganz klar. Und das bestand auch an der Teilnahme am Hausball, am Faschingshausball. Bei dem auftrat, man glaubt es kaum, Roberto Blanco.
Als der uns gesehen hat, ist der die Kinnlade runtergefallen. Das glaube ich, das glaube ich. Da hat er gesagt, um Gottes Willen, nicht die schon wieder. Das war dieselbe Besetzung wieder wie in Essen, wo der ja gesagt hat, mit euch nicht mehr. Und hat er diesmal brav gesungen, was ihr euch gewünscht habt? Er hat gesungen und wir haben auch Ruhe gegeben, weil es war uns das ziemlich wurscht, was der da vorne gemacht hat. Wir haben da unsere eigene Spaßnummer abgezogen. Es war wirklich ein gigantisches Fest. Aber bevor es zu diesem Fest kam, haben wir erst einmal, und das gucken wir uns an, das erst einmal der Blick aufs Hotel Bachmeier, ist natürlich toll. Fallberg im Hintergrund, Rottach, Egern, Tegernsee, alles da, viel Schnee und ein Traum. Ja. Und da bist du 3 Tage und lässt die Seele baumeln. Und du musst es noch immer mehr bezahlen. Du bist Gast. Stell dir das bitte vor. Ja. Das ist, ja, hier zum Beispiel haben wir die Kutsche, die uns auf die Almhütte bringt, durch den Schnee mit Pferden vorne dran. Es waren 6, 7 Kutschen. Hier Jochen Maas und Rainer Nistel einsteigebereit. Rainer im ganz schicken Pelzmantel. Ja. Der Vorpressechef, hallo. Ja, das darfst du heute nicht mehr anziehen. Gell? Du wirst verhaftet, wenn du so ein Ding heute auf der Straße anziehst. Ja, Jochen ganz leger, Lederjacke und so weiter. Es geht also jetzt dann mit der Pferdekutsche zur Almhütte. Auf der Almhütte, die da hieß, siehst du, ich hab's gewusst, Wallbergmoosalm hieß sie. Wallbergmoosalm, das ist oberhalb vom Tegernsee. Auf dieser Hütte haben wir es richtig krachen lassen. Das einzige Getränk, was auf dieser Hütte gereicht wurde, waren Kurze. Ich habe da mal hier was vorbereitet, dass man sieht, wie das aussieht, diese kleinen Gläschen, die alle mit Klaren gefüllt, die wurden ständig serviert. Es wurden nur Kurze getrunken. Natürlich wurde vorher erstmal was gegessen, damit es nicht ganz so schlimm wird hinterher. Ja. Es war aber sowas von brutal am nächsten Morgen, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Wie wir wieder runtergekommen sind, weiß wohl keiner mehr. Die wurden alle in die Kutschen gepackt und ins Hotel gefahren und ins Bett geworfen. Meine Frau nennt das immer Sauerstoffwatschen. Wenn man in so einer Hütte sitzt, sie ist ja, ja Österreicherin, wenn man in so einer Hütte sitzt, einen Schnaps nach dem anderen trinkt und dann in diese sauerstoffreiche Luft nach draußen geht. Und dann kriegt man links. Und am nächsten Abend, da war dann der Hausball im Bachmeier mit Fasching, Karneval und Roberto Blanco und tralala. Und wir hatten uns gerade erholt von dem Vorabend mit den vielen Kurzen. Da ging es dann da weiter. Und unglücklicherweise hat Ford dann am Folgetag das Eisstockschießen angesetzt, in aller Herrgottsfrüh. Da sind einige über die Eisbahn gerodelt. Erst noch, hier habe ich noch was von der Hütte am Abend, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. So sah das dann aus, wenn Jochen Maas und ich am späteren Abend nach mehreren Kurzen dann da hingen. Das ehrlich, wunderbar. Ich liebe es. Ja, wir wären noch fahrbereit gewesen. Ich in der Ja, Eisstockschießen, hier ist die Eisbahn, da wurde also geschossen, was das Zeug hält. Also einer ist, glaube ich, mit dem Eisstock hinterhergeflogen. Ich sehe das Bild noch heute vor mir. Erst flog der Eisstock und dann er. Aber der Eisstock war eher am Ziel und er ist auf der Mitte der Bahn hängen geblieben. Also das war auch eine höchst lustige Geschichte. Da gab es aber auch keinen Wettbewerb, sondern einfach nur ein Ergebnis, aber keine Siegerehrung, kein Preis. Es wurde auch kein Auto gewonnen, sondern wir waren mit dem Wochenende so zufrieden, im Laufe des Sonntagnachmittags wieder zurückgeflogen und waren einfach nur glückselig, dass wir sowas haben erleben dürfen. Das kannst du dir heute gar nicht mal vorstellen. Also, das ist völlig undenkbar. Das würde schon gar nicht mehr gehen. Alleine so eine Einladung würde schon nicht mehr mit dieser ganzen Klausel, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wie heißt das heute? Geldwerter Vorteil. Bitte? Geldwerter Vorteil, dass man es versteuert. Nee, Vorteilsname von Journalisten. Und da gibt es einen ganz speziellen Ausdruck dafür. Compliance, ja. Ja, so irgendwas in der Richtung. Also das ist völlig undenkbar, das geht überhaupt nicht mehr. Naja, das ist also so ein schmaler Grat zwischen Journalisten, Sprechen und Berichterstattung. Und heute muss alles nüchtern sein. Du kriegst ein DIN A4-Blatt, da stehen die Daten drauf und dann musst du was draus machen. Also wenn heute so eine Veranstaltung stattfinden würde, würde derjenige, der das veranstaltet, von dem Unternehmen würde sofort gefeuert und die Journalisten, die da teilgenommen hätten, hätten ein Riesenproblem, würden wahrscheinlich auch entsorgen. Das geht einfach nicht mehr. Ja. Ich meine, ich will jetzt nicht von der Veranstaltung reden, die mal auf der Zugspitze stattgefunden hat. Ich nenne jetzt bewusst mal die Firma nicht, mit Rücksicht einfach auf die Firma und auch auf die handelnden Personen. Es gab auf der Zugspitze mal eine PR-Veranstaltung. Da wurden 30 Journalisten eingeflogen und hochgeschafft. Das war eine sehr feuchtfröhliche Angelegenheit, die nicht nur mit Männern alleine gefeiert wurde. Wenn Sie wissen, was ich meine. Sag nochmal. Wenn du weißt, was ich meine.
Das hat den betreffenden Herrn den Kopf gekostet. Mhm. Ist nur so nebenbei. Also das war schon eine sehr fröhliche Zeit. Da passt nichts mehr heute in die Gegenwart. Ganz sicher nicht mehr. Aber wir haben es erlebt. Gell? Und ich bin nicht unglücklich drüber. Sagen wir mal so. Ich aus. So, jetzt sind wir schon wieder beim Feiern und sind beim Fort Herbstfest in Kempinski in Berlin. Das Frühjahrsfest, Herbstfest war alles dabei. Es ist auch eine sehr fröhliche Runde. Alle haben Hüte bekommen, die sie aufzusetzen hatten. Und wir haben das auch natürlich gemacht. Und zum Aufwärmen ging es erstmal wieder an Smalltalk, Schießstand, Büchsenwurf war diesmal angesagt, nicht mit dem Gewehr. Diesmal haben wir mit so Bällchen auf Büchsen geworfen. Und die da so aufgetürmt waren, erst 5, dann 4, dann 3, dann 2, dann eine obendrauf. Und jeder musste da volle Kanne reinwerfen. Und wer die meisten Büchsen getroffen hat, hat gewonnen. Und für die abgekämpften Männer des Büchsenwurfs und Damen auch wurde dann ein wunderschönes Abendessen im Kempinski kredenzt. Wir sehen unter anderem hier den Hans Hermann mit seiner Frau, mit Madeleine sitzen. Hans Heyer sitzt dann in der linken Reihe unten mit seiner ersten Frau noch, glaube ich. Ich Hans sehe Heyer, auch. Hans Heyer, das ist ein Fest, da muss man einen Hut tragen und da trägt er bewusst keinen Hut. Ja, das ist, der eine oder andere hat ihn dann nicht getragen. Aber die Hutträger unter anderem bin ich. Ja. Am Tisch oben, ganz oben sitzt meine Frau, die sich stramm unterhält mit Frau Heyer. Dann sehen wir auch auf der anderen Seite unter anderem den Jochen Luck mit seiner Frau. Der hat auch seinen Hut auf wenigstens. Also die beiden Sprecher und Streckenreporter haben die Hüte wenigstens auf, wie sie es gehört. Die alten, ja. Und auch am zweiten Tisch ist alles noch sehr fröhlich und da geht es noch richtig rund. Und es war auch ein langer, langer Abend, der weit über Mitternacht ging und mit Flugzeug am nächsten Tag wieder zurückgebracht wurde. Das waren dann wirklich, also einen Abend hinfliegen, nächsten Morgen zurück, Herbstfest. Das war aber alles auch in Verbindung mit Rennsport. Die Rennsportaktivitäten haben so viele Feste im Umfeld gehabt, auch rund um den Nürburgring. Da wurde mal auf der Burg, was weiß ich, gefeiert, 30, 40 Kilometer vom Nürburgring weg und dann gab es mal dies und dann gab es jenes. Ford hat irrsinnig viel gemacht in der Zeit, als noch Werksrennsport betrieben wurde. Das war die Zeit zwischen 1968, 69 bis etwa, ja, es ging zu Ende eigentlich mit der Energiekrise. Das war der Anfang vom Ende. Dann wurde das immer weiter reduziert, immer mehr ausgelagert zu den Händlern. Und am Ende wurde die ganze Rennabteilung aufgelöst. Und dann war es auch vorbei mit den ganz großen Festen. Der Lothar Pinske, als der Verwalter der Rennabteilung, die es eigentlich schon gar nicht mehr gab, hat dann noch versucht, das ein oder andere zu installieren und auch ein paar sehr fröhliche Dinge auf die Schiene gesetzt. Zum Beispiel den Ford Ladies Cup, da gab es dann auch ein paar nette Feste noch. Aber das war alles irgendwann, spätestens Mitte der 80er, komplett zu Ende. Und dann wurde alles irgendwie anders. Ja. Ich will nicht sagen, schlecht, aber anders. Wir gucken mal hier jetzt. Ah ja, da haben wir noch was von 1978 aus München. Da hatten wir auch schon mal einen Streifzug unternommen. Jetzt stellt euch das bitte mal vor. Das ist eine Autozeitung-Party in München. In der Diskothek. Eastside. Was wir da zusammengerufen haben an Rennfahrern. Das Traurige dabei ist, dass in der ersten Reihe die meisten gar nicht mehr leben. Einmal sind Fittipaldi lebt noch. Und der Fittipaldi ist noch da und alle anderen sind leider tot. Ja. James Hunt, Niki Lauda, Colin Chapman, Rolf Stommelen, Harald Ertl, Hubert Hahnen. Ja. Stellt euch das bitte mal vor. Dahinter das ist so brutal, wenn du da hinguckst. Einerseits erhebend, dass du die alle zusammengebracht hast. Übrigens im Hintergrund sehe ich noch den Stuck, der da über den Erdl wegguckt und den Walter Röhrl. Ja, genau. Gott sei Dank haben wir die noch bei uns. Ja? Ja. Aber es ist total brutal, wenn du dieses Bild siehst, dass die alle nicht mehr da sind. Mhm. Da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich über dieses Bild drüber gucke. Wahnsinn, ja. Die haben wir alle damals, der Domingos und ich, haben die gemeinsam zusammengetrommelt und da gab es keine Gagenforderungen. Da wollte keiner Geld. Mhm. Ja. Vielleicht der Fittipaldi die Kosten für sein Fluchtticket. Der ist ja mit der Linie gekommen. Mhm. Aber alle anderen sind aus Spaß an der Sache gekommen. Da hat keiner Geld gekriegt von uns. Vielleicht hat das auch ein bisschen die ganzen Feste kaputt gemacht, weil auf einmal die Akteure Geld haben wollen, ja, damit das überhaupt noch kommen. Ne? Ja, und wie gesagt, einerseits
bin ich sehr stolz auf dieses Bild, dass uns das gelungen ist. Andererseits sehr, sehr traurig, weil ganz viele liebe Freunde nicht mehr da sind. Jo, jetzt haben wir wieder was ganz Spezielles. Auch Renault konnte Feste feiern. Und nicht zu schlecht. Ja. Nicht zu schlecht. Ich habe hier mal eine spezielle Sache rausgegriffen. Tradition war, am Saisonende für die Rennleiter und Journalisten gemeinsam ein sogenanntes Saisonabschlussfest irgendwo zu machen, wo gerade das Finale der Renault 5 Pokale stattfand. Mhm. Wo dann alle Nationen zusammenkamen, um ihr sogenanntes Weltfinale zu fahren. Das war mal in Albi, das war mal in Manicourt, das war mal in Paul Ricard, das war mal in Dijon. Das war mal irgendwo überall, in Frankreich natürlich, wo sonst. So, und Renault Deutschland hat die Rennleiter eingeladen, die einen Renault 5 bzw. Clio Cup Lauf veranstaltet haben. Das war übrigens 1979, da reden wir noch von Renault 5. Das sind wir noch mitten in der großen Renault 5 Ära, die ja Kult geworden ist im Laufe der Jahre. Zu den Veranstaltern noch ein paar Journalisten und den Streckensprechern natürlich auch. Der dürfte ja nicht fehlen. Und der PR-Mann, der sich da gekümmert hat um alles Mögliche. Ja, es sitzen auf dem oberen Bild der Ali Schatz, leider auch nicht mehr unter uns, der Jörn Puckmeister. Dann haben wir schon einen Journalisten, den Herrn Urban, der war damals noch beim Münchner Merkur oder sowas ähnliches, wurde später Audi-PR-Vorstand. Und den Karl Mauer, der sehr abenteuerlich aussieht, muss ich sagen. Der wurde eingeladen als Journalist, obwohl er auch Fahrer war, wie ich ehemals. Und die sitzen nun da und sehen, dass der Rolf Schmidt stehend rechts dem Braun ein Geschenk überreicht. In Zeitungspapier eingewickelt, alle gucken. Und auf dem unteren Bild sehen wir, wie alle klatschen. Und wie der Braun wie eine Trophäe das hochhält, was da in dem Zeitungspapier eingewickelt war. Nämlich eine ganze Partie Knoblauchknollen. Das hatte einen Hintergrund, weil, wie du ja weißt, wenn Franzosen essen, da ist auch gern mal Knoblauch mit dabei. Und über all die Jahre, mit denen ich mit Renault zusammen war, das sind immerhin 33 dann am Ende gewesen, hat sich herumgesprochen schon von Anfang an, dass der Braun kein Knoblauch mag, weder essen noch riechen kann. Okay, ja. Also ich habe dann immer zum Kellner gesagt, und das haben auch immer alle gehört, bitte aber alles ohne Knoblauch. Immer großes Gelächter natürlich, weil für den Franzosen ist das ja ein Stilbruch. Ja. Aber ich konnte es einfach nicht riechen und nicht haben. Und es war für mich furchtbar und es ist heute noch so. Ja, dann also ich mit den Knoblauchzehen, großes Gelächter der Rennleiter, sitzend von links nach rechts, Leopold, Baron Leopold von Zedlitz, nee, Freiherr Leopold von Zedlitz, lange Rennleiter des Großen Preises von Deutschland und der Jim Clark, Formel-2-Trophäe in Hockenheim. Dann der ehemalige Rennleiter Erwin Ilk vom ADAC Stuttgart, der das 1000-Kilometer-Rennen immer als Rennleiter begleitet hat, bevor es an den ADAC Nordrhein gefallen ist. Dann Ali Schatz nochmal, der neben mir sitzt. Und diese drei sitzend sind alle nicht mehr da, leider. Ich natürlich dann mit meiner Trophäe, der Kollege Buckmeister freut sich auch und auch der Herr Urban ist... guter Dinge, alle sind gut gelaunt und freuen sich, dass das also geklappt hat mit dieser Portion Knoblauch für den Knoblauchfeind. War ein fröhlicher Abend, wir haben ihn sehr genossen. Es gab auch eine Wettfahrt mit Renaults, die bereitgestellt wurden vom Hotel zur Rennstrecke, wer am schnellsten da war und wer am schnellsten am Abend wieder zurück war. Ich kann nur sagen, die Ältesten waren die Verrücktesten. Also nicht wir, Mauer oder ich oder so. Nein, die Ältesten, 60, 70, 80 Jahre alt, um diese Zeit schon, ja, und geben Vollgas und rennen fast alles über den Haufen, aber wollen natürlich diese Anfahrt gewinnen. Wir haben es totgelacht. Ja. Allein schon daraus eine Wettfahrt zu machen, können Sie heute schon gar nicht mehr, ne? Alles mit identischen Renault 5s oder auch mit anderen Modellen aus dem Hause, aber das hat sich ja mehrere Jahre lang abgespielt. Vor allem die Fahrt von Ricard. Dann zum Hotel, ein bisschen höher gelegen, da ging es im Fall aus. Ja, was haben wir noch? Ein BMW-Fest. Die dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Als der Jochen Lerpasch nämlich von Ford zu BMW gegangen ist, ging es da im gleichen Stil weiter. Die Partykultur mitgenommen, das ist gut. Ja, der Jochen hat große Feste organisiert.
im Hause BMW selbst, aber auch mal im Haus der Kunst. Oder der hat immer neue Locations ausgesucht und hat immer neue Ideen eingebracht. Da sind wir wahnsinnig gerne hingegangen. Es war immer auch ein Fest zum Jahresende. Das war auch verbunden natürlich mit Prize-Giving, mit Siegerehrung für die erfolgreichsten BMW-Fahrer. Aber der Spaß hat auch da immer im Vordergrund gestanden. Die Tische übrigens waren markiert mit den Namen der Rennstrecken, auf denen BMW im Laufe der Saison gefahren ist. Also hier zum Beispiel sitzt der Kollege Fädler am Tisch Santa Monica. Ah, okay. Das ist eine Rennstrecke in den USA. Ja. Wir haben auf dem Bild außerdem noch den Karl Mauer und mich zusammen an einem Tisch sitzend. Wir sehen unten den Braun mit dem Lothar Boschen, Autozeitung-Redakteur, lebt leider auch nicht mehr. Jochen Luck mit Pfeife. Und das ist eine Dame neben dem Jochen, die gehört zum Bestand der BMW-Presseabteilung, gehörte zum Bestand der BMW-Presseabteilung. Also das war wirklich ein tolles Treiben und BMW hat sich diese Abschlussveranstaltung eigentlich erhalten bis heute. Nur, dass das nicht mehr in diesem lockeren Stil stattfindet, sondern das ist wie bei allen anderen auch inzwischen eine reine Prize-Giving-Veranstaltung mit Stil und Anstand. Da wird dann nicht mehr so zügellos gefeiert, wie wir das gemacht haben, will ich mal sagen. Das ist gut durchorganisiert, hat sicher was für die, die einen Preis bekommen und die ihre Pokale entgegennehmen und ihren Scheck. Aber dann wird gegessen und getrunken, dann geht man nach Hause, ist es dann aber auch. Aber die Nummern mit nach Mitternacht halb unterm Tisch legen, die gibt es also in der Form nicht mehr. Vielleicht auch schon deshalb, weil 20 Influencer da rumlaufen mit ihren Handykameras und alles in die Welt blasen, was live passiert. Und es geht nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Wir haben dann natürlich auch noch VW nicht zu vergessen, denn die hatten auch immer eine tolle Idee. Der Klaus-Peter Rosorius, der damals Sportchef bei VW Motorsport war, hat gesagt, wir machen am Jahresende immer eine Spaßveranstaltung. Entweder in Era Lessin, wo wir dann alle gegen den Hans Herrmann antreten durften, im VW Golf GTI, der damals gerade neu war. Sind wir auf dem Versuchsgelände rumgebrettert, was das Zeug hielt. Slalom, Beschleunigung, Sprint, dies, das, jenes. Und immer Hans Herrmann als Vorbild. War herrlich. Ne? Die ganze Super-V-Bande, die ganze Formel-V-Bande, die ganze Markenpokal-Bande und das Ganze noch mit Journalisten garniert. Kinder, was wollt ihr denn mehr? Das ist doch Spaß hoch 10. 2 Tage Era Lessin, bis in Simulator durften wir, in den VW-Simulator. Da durften wir Simulator fahren. Mann. Das Ding ist so hin und her gekippt wie eine Weltraumkugel. Ich weiß, dass dem Mann hier drin ist es furchtbar schlecht geworden, mir übrigens auch. Wir wollten alle nur wieder ganz schnell da raus aus dem Ding. Das war nichts für uns. Ja, und dann irgendwann hat man Era Lessin aufgegeben und hat gesagt, jetzt gehen wir mal zum Nürburgring und machen mal ein Double-Event, nämlich einmal Kart fahren auf Zeit und dann Formel 3 fahren auf Zeit. Da hat der Chris Nissen und der Alfred Heger und der Peter Zakowski, die hatten ihre Formel 3s da zur Verfügung gestellt, die ihnen sowieso nicht gehörten. Die gehörten sowieso alle dem Bertram bzw. VW Motorsport. Ja. Bertram Schäfer als das durchführende Team hat eingeladen. Wir sehen ihn hier unten mit der Mütze. Das ist der kleine Bertram. Links neben ihm steht der große Klaus-Peter Rosorius. Rechts im gelben Overall, das bin ich. Ja. Ich gebe gerade mal meine erste Berichterstattung ab zum Thema Kartfahren, wie man oben sieht. Mit der Nummer 1 hat ganz gut funktioniert, war auch recht schnell. Hinter mir fährt Rosorius, den habe ich schon mal abgehängt. Ja. Und danach ging es dann ans Eingemachte. Gell? Dann kam es zum Formel-3-Fahren. Ich habe das Auto vom Alfred Heger bekommen und der Alfred hat mich auch gebrieft und war mein Guide sozusagen. Ich habe sehr ordentliche Werte zustande gebracht, die natürlich nicht herangereicht haben an die der aktuellen Wettbewerber damals. Aber für einen nicht mehr rennfahrenden Journalisten, das war ja dann immerhin schon Mitte der 80er, ja? Stimmt, ja. 85 rum, war das dann schon ganz ordentlich. Allerdings das Aussteigen war mit größeren Schwierigkeiten behaftet. Weil da war der Rücken schon ziemlich kaputt und Freund Alfred hat hier mal kräftig Hand anlegen müssen und zieht mich wie so einen nassen Sack aus dem Cockpit raus. Das ist unglaublich. Aber man sieht, genießt es, wie er an ihr rumzerrt. Ja, also er hatte auch viel Freude damit. Er hat auch ein bisschen mehr gezerrt, als notwendig war, damit der Fotograf was zum Fotografieren hatte. Hat nicht viel gefehlt, da hätte er mal den Arm aus der Achselhöhle gerissen, gell?
Hier gibt es sogar ein Protokoll, das wurde dann jedem ausgehändigt, was er da im Rennwagen geleistet hat. Oha, oh, guck mal, so sieht das aus. Das ist gut. Da durfte übrigens auch meine Frau mitfahren im Auto von Chris Nissen. Über dieses Protokoll möchte ich allerdings den Mantel des Stillschweigens legen. Sie ist still. Ich höre sie, sie ruft auch nicht rein. Das ist jetzt meine Revanche, weil sie mir vorhin in die Parade gefahren ist. Ich kann nur sagen, sie kam an die Box und hat gesagt, das Auto läuft ja überhaupt nicht. Es geht ja nichts vorwärts. Dann hat der Chris Nissen gesagt, er muss seinen ersten Gang auch mal einen zweiten schalten. Ne? Da komme ich gar nicht so richtig zu. Ach, sie ist schon wieder da. Sie sagt zwar ein bisschen anders, aber so ähnlich. Ja? Jetzt komm her, jetzt erzähl's. Komm, jetzt komm hierher. Du brauchst dich gar nicht mehr im Hintergrund halten. Komm jetzt hierher und erzähl, wie es war. Bitte. Hallo. Das wollen wir jetzt wissen. Das wollen wir wissen. Also. Millionen an Zuschauern warten da auf diesen großen Moment, dass Sie mal im Bild erscheinen und ich sehe mit zwei Uhren gesegnet. Das sieht gut aus. Wie geht's Ihnen? Ja, manchmal geht's nicht anders. Also, was hast du zu sagen? Ich habe eigentlich gar nichts zu sagen. Insofern nur, dass das, was du erzählt hast, nicht ganz so war. Es ging um den Außenspiegel, um den Wackelwind. Kannst du dich erinnern? Nee. Nicht. Damit hätte jetzt keiner gerechnet, dass das Problem war. Ja, es passierte Folgendes. Also ich fuhr meine Runde, erstmal eine ganz langsame, dann schon ein bisschen mutiger. Und trotz allem ist es ja so, dass man immer in den Außenspiegel guckt. Ich war ja nicht alleine auf der Strecke. Und dieser Außenspiegel, der hat so schrecklich gewackelt, dass ich eigentlich gar nichts gesehen habe. Und dann bin ich dann in der dritten oder vierten Runde an die Box gefahren und habe gesagt, hör mal Chris, warum wackelt der Außenspiegel so? Da guckt er mich an und sagt zu mir, da musst du ein bisschen schneller fahren. Ah, so konnte auch gewesen so sein. Ja gut, so war das. Das Protokoll zeigen wir trotzdem nicht her. Wie ist denn das eigentlich? Wir haben jetzt schon so viele Geschichten gehört, wie Ihr Mann hin und wieder mal die Handbremse gezogen hat und sich mit Ihnen im Auto überschlagen hat und was weiß ich noch alles. Fährt er inzwischen ein bisschen ruhiger oder ist es noch so? Er fährt ruhiger. Er fährt ruhiger, keine Frage. Aber ich denke mal, es ist auch altersbedingt, oder? Ja, und ich denke mal, dass ich heute noch ziemlicher Räuber auf der Straße wäre, wenn sie mir nicht beigebracht hätte, dass man anständig Auto zu fahren hat und dass man so nicht mit seiner Frau durch die Gegend driftet und querfährt. Und da zwangsläufig musste ich das lernen. Deswegen, ich gehe der Sache heute auch oft aus dem Weg und sage, weißt du was, ich setze mal Beifahrersitz, fahr du. Ich bin die ganze Sorgelei leid. Ist ein guter Beifahrer. Ja. Und da greift er mal ins Lenkrad rein. Fahr nicht zu schnell, fahr mehr rechts, du bist zu viel in der Mitte, fahr nicht so dicht auf. Das ist üblich, also das kennst du ja auch, Carsten, oder? Ja, ich weiß. Britta, dein Auftritt ist beendet. Ja, genau, ich gehe jetzt. Ja, danke schön. Ich muss mich auch entschuldigen, dass ich da rein... Das macht gar nichts. Frau Braun. Aber gerade diese Feste, es ist nicht meine Art, jetzt diese Feste zu mögen oder sowas unbedingt immer mitmachen zu wollen. Aber es war wirklich eine sehr gesellige, unkomplizierte Zeit. Das glaube ich. Ja, weil es war einfach zwischenmenschlich alles irgendwie unkomplizierter. Und heute ist doch alles ziemlich steif und es geht schon los mit dem Champagner, den man dann da in der Hand hat. Und das war damals anders. Und das wollte ich mir einfach nochmal anhören und habe mich nebenan verkrochen und habe das eben alles mitgehört. Und da musste ich das jetzt aber eben doch noch korrigieren. Ich finde das richtig. Das sagen ja, gut. Gut, jetzt geht es gegen Mittag. Entschuldigung, es geht gegen Mittag. Es wird Zeit, sich um Mittag. Ja, danke. Ich habe verstanden. Heute? Was gibt's? Danke. Das freue mich. Ja? Bis gleich. Ich muss mir das noch ausdenken. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich gucke einfach meinen Kühlschrank. Ich will gar nicht jetzt Ausdruck machen. Frau Braun, vielen Dank für Ihren kleinen Cameo-Auftritt hier. Ja, aber bitte schneiden Sie das entsprechend. Ja? Da wird also, nichts geschnitten, nee, macht ja keine Sorgen. Nee, also komm, der Übergang und ich meine, erstens, wie sehe ich aus, ja, als Hausfrau hier? Du bist keine Hausfrau, du bist eine liebenswürdige Ehefrau. Jetzt ist alles gut. Sonst kriege ich nämlich nichts zu Mittagessen, wenn ich nichts Bescheid sage. Alles zusammen. Also, schönen Tag. Vielen Dank für Ihre... Jetzt ist sie schon wieder weg, ne? Mensch, das ist die beste, die man haben kann. Ja, ist wirklich die beste. So, zurück hier zum Thema. Wie gesagt, Protokoll, Testfahrten. Jeder mag sich jetzt angesichts dieser Zeiten sein Bild machen. Das war die Grand Prix-Strecke, die Kurzanbindung. Es ist sicher nicht berühmt, aber es ist auch ganz sicher nicht so schlecht.
Man muss sich erstmal ein bisschen reinlesen. Aber es ja, die Bedingungen standen auch dabei. Alles ist aufgeführt. Bertram ist ja da ein sehr gewissenhafter Mensch, hat dieses Protokoll persönlich geführt und mir dann auch ausgehändigt. Ne? So. Hier gab es dann auch ein Dankschreiben von Bertram Schäfer, dass wir teilgenommen haben, wir beide, meine Frau und ich. Und mir hat er mehr oder weniger eigentlich schon erklärt, dass ich ja geeignet wäre für höhere Weihen. Und dass durchaus ein Vertrag zur Teilnahme, wie er schreibt, an der Formel-1-Weltmeisterschaft nichts mehr im Wege stünde. Ich hätte mich aber mit Formel 3 begnügt, was den Vertrag angeht, und habe bei nächster Gelegenheit mich an den Tisch des Herrn Sportchefs Rosorius links mit Zigarette und des Wintershall-Sponsoren-Verteilers Manfred Bartling gemacht und habe gesagt, Herrschaften, was ist denn jetzt? Der Bertram hat mir ja schon geschrieben, ihr wart ja dabei und habt das alles gesehen. Kriege ich denn jetzt in Formel 3 für die nächste Saison? Wir fangen mal in Deutschland an. Wir wollen ja nicht von der WM reden und von der EM. Wir fangen mal in Deutschland an. Wie wäre es denn? Ja, dann haben die beiden aber sich angeguckt und wussten nicht so recht, was sie mit mir anfangen sollten. Herzlich gelacht. Hat natürlich alles ein Riesenspaß, aber ich bin da todernst hin, habe mich aufgestützt und habe gesagt, so Freunde, was ist denn jetzt? Ich hatte auch das Briefchen von Bertram dabei. Der Bartling, der das Wintershall-Geld damals vergeben hat, der PR-Chef dort im Hause war, sehr großzügig übrigens, hat vielen Rennfahrern auf die Sprünge geholfen, unter anderem auch dem Manuel Reuter, der ein Wintershall-Auto mal gefahren hat, und vielen anderen, auch Polo Cup gesponsert und Golf GTI Cup und was weiß ich alles. Also ein langjähriger, treuer Sponsor von VW Motorsport, ein liebenswürdiger Herr, aber er hat sich nicht darauf eingelassen, mir die Formel 3 zu zahlen. Da sagt er, lieber Herr Braun, das war die Antwort, Sie sind uns viel lieber am Mikrofon und bleiben Sie mal dabei, das wäre uns sehr viel lieber. Dafür sind wir auch gerne bereit, dann Ihr Honorar zu übernehmen. So ungefähr, na gut, ja. Immerhin. Also es war einfach eine ganz lockere, nette Geschichte, war auch irgendeine VW-Veranstaltung und da habe ich mir gesagt, da gehst du jetzt mal hin und bringst du meine Verlegenheit. Ich wollte das natürlich nie machen. Aber es war herrlich, die Gesichter zu sehen. Der Bartling war völlig konsterniert. Er guckt mich an, als ob ich das ernst gemeint hätte. Ich muss nur in sein Gesicht gucken. Dann hat er hilflos zum Rosorius rübergeguckt. Das ist herrlich. Ja, den Klaus-Peter Rosorius haben wir leider auch nicht mehr unter uns. Ne? Ich weiß. Das ist für mich immer eine ganz schlimme Geschichte, wenn ich hier Geschichten erzähle und immer wieder leider die Leute nicht mehr leben, über die ich erzähle. Und da bin ich so froh und dankbar und glücklich, dass ich das wirklich noch geschafft habe bis hierhin und noch hier sitzen darf und all das erzählen darf und kann. Das ist, für mich ist das ein Geschenk des Himmels, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das hat andere sehr viel früher erwischt. Uns ist auch ein Geschenk des Himmels und wir freuen uns, dass du bei so guter Verfassung bist, dass du es noch Jahre weitermachen wirst. Ja, wir denken inzwischen auch nur von Woche zu Woche und von Monat zu Monat. Also, nein, bitte dich. Hier haben wir jetzt noch eines der schönen Feste von Mercedes, die das zwar die Tradition fortgeführt haben, die haben immer sehr schöne eigene Veranstaltungen gehabt, die aber auch im Laufe der Jahre natürlich immer doch straffer organisiert war und irgendwann wurde auch die Gästeliste ein bisschen zusammengestrichen und es war auch nicht mehr das, was es am Anfang mal war, da war es mehr eine Familienfeier. Wie man hier sieht, das ist in einem der Räume des Hauses Mercedes in Sindelfingen. Okay. Da ist die Weihnachtsfeier. Und es werden hier geehrt einmal zwei Generationen eigentlich, der Eugen Böhringer und der Roland Asch. Zwei echte Schwabenpfeile, kann man sagen, die da irgendwelche Preise bekommen. Der Eugen eigentlich für seine Anwesenheit und der Roland sowieso, weil er erfolgreich war, 92 im Team von, ich glaube, Zackfried ist der 92 gefahren. Ja, alles deutsch. Mercedes, DTM. Und man sieht auch, dass viele, viele Gäste da waren im unteren Bild. Und da habe ich gerade das Gespräch mit dem Kurt Thiem. Es haben damals alle Werksfahrer einen Preis bekommen, egal ob sie nun sehr erfolgreich waren oder nicht. Das war ein Herzensanliegen vom damaligen Mercedes-Vorstand Werner Niefer, Dr. Professor Werner Niefer, der sich persönlich darum gekümmert hat mit dem Jürgen Hubert. Die beiden haben den Mercedes-Motorsport in ihrer Urform in der Neuzeit jetzt, in der Urform der Neuform geprägt und dieses familiäre Flair reingebracht. Danach wurde es dann natürlich immer professioneller und immer perfekter.
Norbert Haug hat natürlich die Feieridee aufgegriffen, weil er selbst ein großes Feiertier war und ist und hat das Beste draus gemacht, was ihm möglich war. Aber diese wirklich echten Familienfeiern, die hat es in der Form nicht mehr gegeben. Das waren dann schon auch zum Teil sehr große Veranstaltungen. Da hast du Mitte der 90er hast du Weihnachtsfeiern bei Mercedes gehabt oder Saisonabschlussfeiern mit 400, 500 Gästen. Also das war dann schon eine nicht mehr so deutlich überschaubare Gästezahl. Und du hast wirklich Mühe gehabt, auch deine Gesprächspartner zu finden, die du gesucht hast. Das ist was anderes, als wenn du ein Grüppchen von 50 Leuten hast und jeder kennt jeden. Und das ist eine ganz andere Situation. Wie überhaupt die ganze Feierkultur sich dahingehend verändert hat, wenn überhaupt eine Feier stattfindet, dann geht das nach gewissen Regeln, die auch dann eingehalten werden müssen. Was aber viel schlimmer ist für mich, ist, dass gewisse Dinge gar nicht mehr stattfinden. Wenn ich sehe und höre, dass immer mehr Meisterfeiern gestrichen werden und an der Rennstrecke erledigt werden. Nach dem letzten Rennen kriegt jeder seinen Meisterpokal in die Hand und seine Urkunde und Danke und auf Wiedersehen. Die DTM hat noch für einige Jahre das an der Rennstrecke wenigstens mit Stil erledigt, indem sie ein Zelt auf dem Boxendach in Hockenheim aufgeschlagen haben. Vorher waren sie immer im Schloss in Schwetzingen. Das war gigantisch, diese Feiern in Schwetzingen. Mit Feuerwerk, mit allem drum und dran. Das hatte noch was. Zu Zeiten von Jörg Weig und Hans-Werner Aufrecht. Das war richtig toll, diese Feste in Schwetzingen. Dann ist man aber aus dem Schloss weg und irgendwann fing das dann an, dass man auf dem Boxendach in der neuen DTM die Meisterfeier abgehalten hat. Da hast du auch manchmal gefroren, weil es kalt war, weil war ja dann immerhin schon Anfang Oktober oder Ende September. Und dann warst du noch im Fahrerlager, musstest dich umziehen und das war alles nicht so schön. Was noch viel schlimmer ist, die Meisterfeier der ONS früher und des heutigen DMSB, die ist seit einigen Jahren oder seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr, die gibt es gar nicht mehr. Die Herrschaften kriegen ihre Sachen alle an Ort und Stelle nach dem letzten Rennen in der Hand gedrückt und auf Wiedersehen. Wahnsinn, oder? So weit sind wir jetzt. Also der DMSB hat ja noch lange gefeiert auf Bad Godesberg, auf dem Schloss oben, Schlosshotel, was weiß ich, wie das hieß. Und dann gingen sie nach Wiesbaden ins Kurhaus. Aber irgendwann ist es dann doch wohl zu teuer geworden und heute spart ja alles und jeder alles weg. Und jetzt gibt es gar keine DMSB-Meisterehrung mehr. Obwohl das Striezel Stuck mal DMSB-Präsident war, ne? Auch das hat nichts geändert. Nee, ich glaube, dem Stuck hat das Herz geblutet, aber das hat er auch nicht alleine entschieden. Gell? Das sind Entscheidungen, die in einem Gremium fallen. Ich weiß nur, dass ich selbst auf den Leim gegangen bin und irgendwann gefragt habe, letztes Jahr, wer hat eigentlich die Meisterfeier moderiert dieses Jahr und wo war die überhaupt? Da hat mir gesagt, Braun, lebst du auf dem Mond? Die gibt es gar nicht mehr. Tja, so ist das, wenn man dann plötzlich mehr zu Hause ist als an der Rennstrecke, dann ist man nur noch bass erstaunt, was man da alles zu hören kriegt. So, das war mein Beitrag zum Thema fröhliche Feste. Man sieht ein gewisses Gefälle von top ganz oben, irgendwo über die Mittellinie, unter die Mittellinie runter. Heute ist der Ist-Zustand der, Feste gibt es noch intern bei Porsche, bei Audi und bei BMW und Mercedes weiß ich gar nicht mehr, wie die das inzwischen handhaben, ob es da überhaupt noch was gibt, da will ich mich nicht festlegen. Das war auch immer, glaube ich, ein Auftritt dann vor Mitarbeitern mit Hamilton und Formel-1-Leuten. DTM machen sie ja nicht mehr, also da gibt es eh nichts mehr zu feiern und ja, ich weiß nicht, wie die Festivität sich da gestaltet. Ich bin auch schon lange nicht mehr da gewesen. Ich weiß nur, dass es zumindest bei Porsche, bei Audi und bei BMW noch sehr stramm organisierte interne Feste gibt zur Preisverleihung der erfolgreichen Fahrer und Privatfahrer und Scheckübergabe und Pokal und was zu essen und Danke und auf Wiedersehen. So. So sieht's aus. Ach, der ADAC macht noch, und das darf man natürlich nicht vergessen, der ADAC macht noch traditionell seine Jahresabschlussfeier. Genau, ja. In München stattfindet in der Regel, die auch mal bei der Mutterschuh in Essen zu Gast war. Mhm. Und da wird noch recht stilvoll gefeiert, muss ich sagen. Da legt der Hermann Tomczyk als Präsident und auch all seine Mitstreiter, die da im Präsidium mitsitzen, großen Wert drauf, dass das noch irgendwo wenigstens sich anlehnt
an die besten Zeiten der Feste, die je gefeiert wurden. Dieses ADAC-Fest ist vielleicht das einzig übrig gebliebene, das noch ein bisschen familiären Charakter hat. Mhm. Ja, gut. Aber sind ich habe ja einige Male teilnehmen dürfen als Gast, habe es auch zweimal oder dreimal moderieren dürfen. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Das war einfach eine easy-going-Geschichte. Wenig Vorgaben. Sicherlich hast du ein Programm in der Hand und weißt, was du zu tun hast. Aber alles ist sehr leger, sehr locker, sehr freundlich, sehr familiär. Da gehst du sehr gerne hin. Ich gehe mal davon aus, dass alle Feste dieses Jahr nicht stattfinden, weil das Risiko ist sicherlich jetzt auch gerade bei steigenden Zahlen wieder viel zu groß. Und dann wird auch der Rest wegfallen, weil dann sagen sich die ganzen Abteilungen, ach toll, das ging ja auch. Geht ja auch so. Geht ja auch so, dann können wir es auch nicht streichen. Ne? Ja, das wird wahrscheinlich dann die Konsequenz aus Corona sein. Dieses Virus wird uns viele Dinge an Veränderungen bringen, von denen wir jetzt noch nicht mal den Hauch einer Ahnung haben. Mhm. Glaube ich. Ja, ganz sicher. Wir werden auf vieles verzichten müssen in Zukunft, was uns lieb geworden ist und was für uns Normalität war. Ja, das glaube ich auch. Das wird sich einiges ändern. Und wenn es nur die herzliche Umarmung ist eines Freundes. Spätestens das wird sich ändern. Also ganz sicher. Ja, du ertappst dich doch schon heute dabei, dass du unbewusst Abstände einhältst. Absolut. Und auch Leute, die du gut kennst, dann, bitte, ja. Das ist eigentlich sozial unverträglich. Das ist so, ja. Aber egal, wir müssen durch, wir müssen vernünftig sein. Das ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Und wer da nicht mitspielt und querdenkt und dagegen schießt, dem kann ich nicht folgen. Selber schuld. Jo. Einer. So. Vielen Dank ja. für einen tollen Einblick. Also ich war selten so neidisch, außer vielleicht bei deinen Rennwagen und jetzt bei den Festen. Also das sind die Sachen, die ich alle gerne erlebt hätte in der Form. Aber es ist genauso schön, dass du das alles mit uns teilst und vor allem so tolle Fotos dazu hast. Und ja, ich gebe mir immer Mühe, das rauszusuchen. Das ist zwar viel Arbeit, aber das lohnt sich, wenn ich sehe und lese und höre, was die Fans für eine Freude damit haben. Absolut. Absolut. Gerade in diesen Zeiten, wo man eben ein bisschen diszipliniert sein muss und nicht das machen kann, was man gern möchte, draußen vor allem, hilft das ein bisschen drüber weg. Und wir sind das Lagerfeuer des Motorsports sozusagen. Wenn du es so nennen willst, gerne. Das unterschreibe ich dir vielleicht. Ja, ich denke, das soll es für heute gewesen sein. Mhm. Und wir sollten dann überlegen demnächst nochmal, welches Thema wir dann angehen. Da schauen wir mal. Rainer, vielen Dank. Bleib bitte gesund. Gerne. Jetzt guten Appetit. Aber hallo, da gehe ich jetzt gleich mal ran. Mal gucken, was es gibt, gell? Tschüss. Tschüss.